Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gestern im Apple Store und habe mir den neuen 27 Zoll 5K iMac gekauft. Und ich freue mich schon riesig, ihn zusammen mit euch auszupacken. Also legen wir doch einfach mal los. Die Box ist etwas größer, als man das gewohnt ist. Und ich starte einfach mal und öffne den iMac. Kann man hier oben so losreißen. Und dann kann man den so öffnen. Jetzt sollte er sich öffnen, genau. Und dann können wir hier oben die Schachtel rausnehmen. Darin befindet sich jetzt das Zubehör. Ich habe dabei das Standardzubehör genommen, sprich die ganz normale Magic Mouse der zweiten Generation, die jetzt halt auch über einen Akku verfügt und die entsprechende Matic-Tastatur, allerdings ohne den Ziffernblock. Tun wir das mal zur Seite. Und jetzt muss ich mal eben gucken, wie man hier weitermacht. So, das war jetzt doch aufwendiger als gedacht. Jetzt können wir hier oben das Styroform. Das öffnen wir unten. Darin befindet sich dann auch direkt das Stromkabel. Und dann können wir mit dem iMac weitermachen. Das oben sitzt hier etwas fester. Haben wir das auch. Dann wird der iMac noch von einem Tuch geschützt, wie man das hier sieht. Das kann man dann nochmal festgeklebt. Tada! So, dann haben wir sogar nochmal Folie, dass dem iMac ja nichts passiert. Die ist jetzt hier an allen Seiten festgemacht. Dann schauen wir uns jetzt einmal die Anschlüsse des iMac an. Also wir haben halt hier auf der Rückseite noch den Ein-Aus-Schalter und auf der anderen Seite dann entsprechend die Anschlüsse. Wir haben einen Kopfhöreranschluss, der ist auch gleichzeitig ein Mikrofon. Dann haben wir den neuen SD-Kartenleser, der jetzt deutlich schneller ist als beim Vorgänger. Vier USB-Typ-3-Anschlüsse und dann hier die zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse, über die wir halt auch externe Monitore oder schnellere SSDs und so weiter anschließen können. Und außerdem noch ein LAN-Port. Es gibt den neuen iMac jetzt aus mit einem 10 Gigabit LAN-Port. Hier ist es jetzt aber der normale 1 Gigabit LAN-Port. Genau. Dann haben wir noch hier oben die neue Kamera, die jetzt neuerdings mit 1080p aufnimmt. Das war ja lange Zeit ein Skandal schon fast, dass Apple so, ja, ich sag mal, schlechte Kameras verbaut hat. Und hier ist jetzt halt eine bessere Kamera drin. Außerdem verfügt der iMac über den neuen Apple T2 Chip, der außerdem nochmal die Bildqualität dementsprechend dann verbessert. Ja, und falls ihr euch fragt, welche Ausstattung ich jetzt hier habe, es handelt sich um die mittlere Konfiguration, sprich die mit dem i5, der etwas höher getaktet ist, und der 512 GB SSD sowie der Radeon Pro 5300 mit 4 GB RAM.
So, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich der neue iMac im Alltag schlägt, aber dafür muss ich zunächst ein sehr großes Backup installieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und in Zukunft wird auch ein Review zu dem iMac auf meinem Kanal erscheinen, also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden, bis demnächst, ciao!